Hier ist auch nichts drin. Habe ich nur so das Gefühl oder wird die Musik immer gruseliger? Hallo? 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 Okay, die Schublade will nicht mehr zugehen. Ich glaube, hier ist so oder so nichts mehr drin. Ja. Keine Ahnung. Kann ich hier raus? Tatsächlich. Geil. Hallo? Ich bin's, der Günni. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich will nicht stören. Auch hier wieder überall abgebrannte Zigaretten. Kann man das lesen? Hier kann man eine Kerze hinstellen. Oh, hier ist ein Safe. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Oh. Wird aber sicherlich noch kommen. Da bin ich gespannt drauf. Ich will wissen, was in diesem Safe ist, Alter. Ich will wissen, was in diesem Safe ist. Aber erstmal durchsuchen wir die Schublade. Nichts drin, okay. Auch nichts drin, okay. Quasi. Ein Schlüssel mit Blitzsymbol. Wofür könnte der wohl sein? Hm? Wofür könnte... Jetzt kriege ich die Schublade wieder nicht zu. Das gibt's doch nicht. Zu! Zu! Ja. Genau. Ja, guck mal. Nee, okay, bringt uns auch nichts. Schade. Schade. Mach nochmal kurz aus. Bisschen Akku sparen, weil sonst komme ich hier nirgendwo hin. Okay. Hier waren wir gerade drin. Hier sind wir hergekommen. Hier haben wir das Level angefangen. Ich schau mal unten nach, ne? Ich habe noch gar keine Hinweise. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich lasse das Licht mal lieber an. Hier die Schubladen hatte ich schon durchsucht, ne? Höchstwahrscheinlich, ja. Hier kommen wir weiterhin nicht rein. Hier auch nicht. Hier, wo es gekratzt hat, gerade auch nicht. Hast du auch Silent Hill gespielt? Nein, aber ich kenne Silent Hill auf jeden Fall. Die Spiele und auch die Filme. Wobei der erste war tatsächlich wirklich nicht schlecht. Der zweite war scheiße. Der zweite war scheiße. Der wäre echt nicht nötig gewesen, der zweite Silent Hill. Auch abgeschlossen. Okay, hier waren wir auch schon. Auch nichts Neues. Okay. No problemo. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier, die Tür war gerade schon offen. Ich weiß nicht, warum man hier reingehen sollte, freiwillig, aber ich... Ach, Fortschrittsraum. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt, darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Den zweiten Film meintest du? Ja, genau, den zweiten Film, ja. Der war scheiße. Guck mal, was haben wir denn hier? Können wir das lesen? Ach, das ist eine Kerze. Von wegen lesen. Das sah aus wie eine Papierrolle. Entschuldigung. Von wegen lesen. Ja, nee, ist klar, Alter. Ich bin gut. Kann man das lesen? Ich möchte das lesen. Oh. Ja. Schön. Haben wir den Raum auch durch. Ehrlich. Gut zu wissen. Also, hier kommen wir nicht rein. Ja, was müssen wir machen? Hm. Bisher sehr spannend. Sehr spannend. Hier kommen wir auch nicht rein. Oh, Licht. Zu. Hm. Schade. Ich glaube, ich kenne nur einen Film. Keine Ahnung, welchen Teil. Ja, das kann ich dir dann leider auch nicht sagen. Wenn du es nicht weißt, dann kann ich es dir auch nicht sagen.
Okay, ich guck mal, ob wir in den Keller können. Total gerne. Was steht? Looking for the garage key. It's probably in your own pocket in the laundry room. Du suchst den Garagenschlüssel? I nun, der ist vermutlich wieder in der Tasche deiner Jeans, die du in die Wäsche geschmissen hast, wie immer. Du kannst mir später danken, Schatz. Okay. Abgeschlossen. Toll. Wow. Wir kommen also auch nicht in den Keller. Wo kommen wir dann hin? Ist die Frage. So. Obwohl, nee, hier sind wir ja hergekommen. Entschuldigung. Da. Immer noch zu. Was müssen wir denn hier machen? Ich geh mal hier hin. Was? Was ist denn jetzt passiert? Komisch. Aha, da unten das Wohnzimmer. Gut. Sehr gut. So, mal gucken, was können wir denn hier? Hier können wir nicht viel machen. Aber ich höre Musik. Ganz leise höre ich Musik. Woher kommt diese Musik? Guck mal, das Licht geht auch. Sehr schön. Noch eine Tablette nehmen. Aber wie denn, wenn ich die leere Dose nicht wegschmeißen kann? Du Idiot. Alter, ich will den Gegenstand nicht lagern. Ich will ihn rausholen und in die Hand nehmen. Willst du mich jetzt verarschen? Die Flasche ist leer. Du brauchst sie nicht aufbewahren. Ha! Dann lass mich doch wenigstens die Flasche wechseln, du Idiot. F fallen lassen. Jetzt habe ich die falsch. Alter, nicht die sollst du fallen lassen. Och komm, leck mich. Lässt du wohl das Licht an? Frechheit. Ja, ich hab. Halt die Klappe jetzt, Mann. Nein, nicht noch eine Pille! Oh. Scheiße. Wechseln und dann Feuerzeug an. Entschuldigung, mein Fehler. So. Ich möchte nicht gestört werden. Dankeschön. Hier möchte ich auch nicht gestört werden. Dankeschön. Und erstmal Schubladen durchsuchen. Geht nicht. Okay. Hä? Warum ist das Licht jetzt aus? Toll. Wow. Lesen. Sie ist tot. Was zum Teufel ist da los? Gut. Ja, dann macht er das Licht aus, wenn ich lese. Nein, nicht nochmal lesen. Feuerzeug wieder anschalten, damit wir was sehen können. Hier haben wir Kartons. Hier haben wir auch nichts Besonderes. Wow. Krass. Ich bin beeindruckt. Von dem Schrankinhalt bin ich auch beeindruckt. Wow. Krass. Ich
Ich bin so schockiert. Hier ist auch nichts Interessantes. Hä? Was soll ich denn hier? Jetzt mal ganz ehrlich. Dann gehe ich halt wieder. Mann! Wo müssen wir denn hin? Sag mir das mal einer. Irgendwo müssen wir doch hin. Wo müssen wir denn hin? Hier konnte man nichts öffnen, ne? Nee. Hier habe ich schon eigentlich so gut wie alles durchsucht. Da ist überall nichts. Oh. Errungenschaft freigeschaltet, Matroschka, die wir gerade hier eingesammelt haben. Okay. Mach zu jetzt da die Schose, Mensch. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das hat uns jetzt inwiefern weitergebracht? Ich glaube, hier habe ich auch schon gerade reingeschaut, ne? Ja. Hier war ich natürlich auch schon. Sehr gesund natürlich mit dem Feuerzeug. Ist fast leer. Oh, okay. Scheiße. Du brauchst es nicht aufbewahren. Hä? Ich will's ausmachen, du Affe. Geil. Okay. Geil. Ich will's ausmachen und ich... Ja. Toll. Wow. Krass. Heftig. Super. Erste Feuerzeug ist leer. Ein Marienkäfer. Plüschtier. Wow. Wir brauchen ein neues Feuerzeug. Super. Holzelefanten. Holzpuppen. Okay. Noch so ein komisches Stofftier. Aber nichts Interessantes für uns. Jetzt kann ich hier wieder nicht so gut sehen, ey. Weil Feuerzeug leer ist. Scheiße. Die Schubladen hatten wir auch schon durchsucht, ne? Ja. Sarah and Dad. Braucht immer seine Aufmerksamkeit, der Junge, ne? Ist unglaublich. Ach nee, ist ja Lucy, Entschuldigung. Ist ja Lucy, ist das ja. Die braucht immer ihre Aufmerksamkeit. Okay, das klemmt. Kommen wir hier nicht mehr raus, okay. Aber hier. Das klemmt. Oh nein. Oh nein. Super, wie kommen wir jetzt hier raus? Die Tür klemmt und die Tür klemmt. Wow. Wow. Scheiße. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? John and me? Hallo? Ich möchte gerne raus. Hallo? Oh, ja, stimmt. Ich kann die Kerze dann ja nicht anmachen. Feuerzeug ist leer. Super. Hä? Muss ich hier mit dir irgendwas machen? Nee. Mhm. Okay, haben wir das auch durchsucht? Haben wir das auch durchsucht? Toll, wow. Klasse, wow, wow, wow. Heftig. Ein Schuhzug. Okay. Toll. Und jetzt? Komme ich jetzt raus? Nein. Hä? Hm.
Okay, ich finde jetzt aber hier irgendwie nichts, was, was mich weiterbringt gerade. Good night. Jo. Ich interagiere einfach mal mit allen in der Hoffnung, dass ich irgendwie hier rauskomme. Türen sind beide zu. Muss ich durch den Schrank raus? Zufällig. Ist hier jetzt ein geheimer Ausgang? Nein. Mach doch zu jetzt! Bin ich da? Knock, knock. Konnte ich gerade noch irgendwas da untersuchen. Wow, noch so ein scheiß Plüschding. Toll. Okay. Immer noch zu. Immer noch zu. Hä? Was genau soll ich dann hier machen? Ein Teddybär. Ein Bild. Wow. Wow. Erste Rätsel und ich bin direkt überfordert. Vielleicht nochmal Pillen schlucken? Ja, nein, meinst du echt? Pillen sind doch nur gegen meinen Verstand und mein Gehirn ist doch unten links in der Ecke, ist doch nichts. Mir geht's doch gut. Die Tür klemmt halt, das bilde ich mir halt nicht ein. Also muss ich doch irgendwas in diesem Raum machen, um wieder rauszukommen. Nur was? Ich nehme einfach nochmal Pillen. Immer noch zu. Auch immer noch zu. Kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn direkt am Anfang schon... Hä? Ja. Tolles Spiel auf jeden Fall. Hammergeil. Mega gut. Twin Admiral. Du bist schon weg, ne? Du hast gesagt, ja, Twin Admiral kannte das Game. Super. Der hätte uns jetzt helfen können. Der hätte uns jetzt helfen können. Was soll das denn? Habe ich irgendwas übersehen? Muss ich ja. Sonst würde ich doch hier rauskommen, oder nicht? Mann. Was ist das denn jetzt für ein Schmorn? Ich musste nur oft genug klopfen. Alter. Oh Gott, jetzt ist die Tür offen. Ach nee, hier war ich auch schon drin. Ah, okay. Okay. Ich vergaß. Entschuldigung. War das gerade auch schon hier? Es muss doch hier irgendwie hergekommen sein. Und die Zeichnung auch. War doch gerade noch nicht hier.
Licht. Es werde Licht. Feuerzeug, hallo. Brauch ein Feuerzeug. Dudeldidei. Ne, hier aus diesem Zimmer bin ich gerade hergekommen. Hier will ich nicht nochmal rein. Hier will ich nicht nochmal rein. Nö, nö. Nö, nö. Muss nicht sein. Nö, nö. Nö, nö. Lass mal sein, du. Schau ich doch lieber mal unten nach, du, wa? Scheiß Radio da unten, ey. Geht das Radio da unten an? Super. Oh, guck mal, noch eine Matroschka. Ja. Kann ich aber nicht einsammeln. Schade. Schade, schade. Mann, 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 Mann. Aber wir haben uns Gott sei Dank schon wieder beruhigt. Das heißt, ich muss keine Pillen schlucken. Wohnzimmer ist offen. Psst. Ruhe jetzt. Pillen! Hier sind Pillen! Ja, Mann. Richtig gut. Richtig gut. Okay, wir können jetzt, beziehungsweise wir sollen jetzt ins Wohnzimmer, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich das so will, aber okay. Die Glotze läuft. Schön. Wir gucken mal, weißt du was, wir setzen uns jetzt einfach hier hin, so, und wir gucken Fernsehen. Ganz entspannt, Stummfilm. So. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir eine halbe Stunde. Dann machen wir Feierabend. Komm, pass auf. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Gameplay. Und dann mache ich die Zigarette gleich, wenn wir... Vorm Auto mache ich das dann. Okay. Fernseher, ich wollte. Was zum. Könnt ihr sie sehen? Könnt... Lucy! Du siehst ja wunderschön aus. Darf ich dich mal kennenlernen, Lucy? Möchtest du mal zu mir ins Wohnzimmer kommen? Ich möchte dich mal kennenlernen, Lucy. Vielleicht ist sie ja eine ganz nette. Lucy ist also im Haus und wartet auf uns. Ach du meine Scheiße, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Sieht vertrauenswürdig aus, die Lucy. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch von an... Der Weg ist blockiert, okay. Hab ich doch von Anfang an gesagt. Na, Lucy! Hör auf jetzt. Oh Gott, jetzt geht das scheiß Radio da hinten schon wieder an und das hören wir durch die Wand einfach, als wäre da keine Wand. Ja, nee, ist klar. Oh. Ja. Lucy macht wieder Spielchen. Okay, Moment. Jetzt reicht's langsam. Es leckt bei mir auf dem Bildschirm und bei euch sehe ich, es leckt. Ich werde jetzt, Mittel. Auflösungsskala episch. Ich denke mal, sehr hoch sollte auch reichen, oder?
So, wie sieht's jetzt aus? Nee, ich muss noch ein bisschen weiter runtergehen. Moment, ganz kurz. Kriegen wir alles hin. So. Denk mal, das sollte reichen, oder? Das sollte jetzt reichen. Nee, es leckt tatsächlich immer noch. Und ist immer noch ganz schön anspruchsvoll, aber... Es hält sich eigentlich in Grenzen, oder? Ah, guck mal, Mimor, hallo, du bist ja auch noch da, tatsächlich, ja. Okay, no, Mimor, you are not a bug. Mimor, you are not a bug, sorry. Kent, was laberst du da für eine Scheiße? Mann. Laber doch nicht so eine Scheiße. So, Moment, ich muss noch ein bisschen weiter runterdrehen. So, hoch, muss jetzt reichen. So, jetzt will ich endlich mal wissen, was ist in dieser Schublade. Okay. Nichts, was ich nehmen kann. Schade. Ist Lucy noch da? Lucy ist noch da. Okay. Auch gut. Dann sind wir ja hier schon wieder fertig. Boah. Das leckt aber noch sehr. Kodierung ist überlastet. Warum sagst du mir nichts, Cat? Dass die Kodierung sogar überlastet ist. Das sind ja schon deutlich härtere Lecks. Die müssten schon auffallen. Mann. Ich deaktiviere das einfach mal. Mach das auf niedrig. Hoffe, dass es damit besser läuft. Wir werden sehen. Aber es leckt immer noch einiges bei mir. Ich nehme nochmal Tablettchen, obwohl das so. Klappe halten. Okay, wir nehmen mal das nächste. Alter! Ruhe jetzt! Mann! Okay, hier kommen wir immer noch nicht rein. Na? Was ist denn hier immer noch am Trouble machen? Die CPU. Oh Gott, warum? Was zieht denn jetzt? Oh Gott, die CPU ist bei 100%. Warum? Hat sich irgendwas im Hintergrund geöffnet, was gerade CPU-lastig ist? Natürlich nicht. Ist es das Game an sich oder was? Okay. Das Radio ist wieder an. Auch sehr schön. Licht wird ausgeschaltet, Radio geht ständig an. Was ist denn hier los? Mann, Lucy, hör doch mal auf mit den Schmarrn jetzt hier. Finde ich nicht lustig. Kann es sein, dass das immer schlimmer wird mit den Lags? Je weiter ich von der Qualität runtergehe? Machen wir mal deaktivieren. Tschüss. Was auch immer AA ist. Also... Hä? Ist das schon die ganze Zeit mit den Lags, Cat? Weil jetzt gerade ist echt Armageddon irgendwie. Oh Mann. Effekte, ja. Textur. Mittel. Okay, nee, warte. Hoch. Mittel. Vielleicht so? Besser? CPU? Alter! Hä? Okay. Er kommt gar nicht mehr klar. Alles klar. Dann pass auf. Ich mach hier F5 Quick Save. Wir haben gespeichert.
Ich danke euch, also den Leuten von YouTube fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade so extrem anfängt zu laggen. Ich verstehe es nicht. Wie weit soll ich denn bitte schön runtergehen? Mittel. Mittel? Es ging noch gerade die ganze Zeit. Erst jetzt, ne, Cat? Warum auch immer? Warum auch immer? Egal, vielleicht hat der Computer einfach keinen Bock mehr, weil es zu spät ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich beende mal und gehe zurück zum Hauptmenü. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Dankeschön fürs Einschalten. Und hoffentlich sehen wir uns zur nächsten Episode von Let's Play Visage. Tschüsschen und bis zum nächsten Mal. Warte.